Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Memento Mori. Wir stehen hier vor einem Süßigkeitenautomaten und wollen uns irgendwelches Zeug holen und, wow. Sie sagte, sie liebt Lutscher, deswegen nehmen wir die 135 und noch Ausgabe. So, Wechselgeld wollte ich gerade sagen. Der Lutscher war noch eine gute Idee, aber so langsam wird dieses Ding nervig. Welches Ding nervig? So, jetzt habe ich Münzen und so einen komischen Stiel. Zu dem mit dir selbst benutzen. Ein Himbeerlutscher an einem langen Stiel. Kannst du den aufessen? So, ja. Ein ausgewickelter Lutscher. Der riecht gut. Ja, dann lutsch ihn doch. So, mit dem Stiel hat sie gesagt, haben die immer eine Klingel festgeklemmt. Vielleicht funktioniert das ja auch bei dem dämlichen Schalter hier. Stiel mit Lutscher Hauptschalter. Schmecken nicht nur gut, sie sind auch sehr nützlich. Ist vielleicht nicht gerade der aktuellste Stand der Technik, aber es sollte funktionieren. Ich hätte vielleicht mal anders rein. Verstehe. So geht es nicht. Ja, nimm den Stiel. Und steck ihn jetzt rein. Geht doch. Pelo amor do senhor, o que fazes? És tu linha. Não vês que não funciona. Der Druck ist da, aber irgendetwas stimmt nicht. Ah, ich hab's. Er hat den Presslufthammer am falschen Anschluss. Die Eins? Der Druck geht an einen anderen Anschluss. Der Presslufthammer ist falsch angeschlossen. Dann Der die Zwei. Geht an einen Dann die Drei. Está a funcionar. Obrigado. Gut, wollen wir hoffen, dass er jetzt anfängt zu arbeiten. Wird sicher eine ganz neue Erfahrung für ihn. Was bringt mir das jetzt? Sieh mal einer an. Wenn er sich anstrengt, leistet er wirklich gute Arbeit. Was bringt mir das? Sieh mal einer an. Wenn er... Was habe ich denn jetzt gewonnen? Was soll denn das? Kleingeld. Kann ich mit dem Kleingeld hier irgendwas machen? Nee, wäre auch irgendwie sinnlos. Wie wär's denn? Kleingeld mit irgendwas hier kombinieren? Toll. Was habe ich denn davon, dass der wieder arbeitet? Außer, dass hier Lärm ist. Ist hier irgendwas Neues jetzt? Nö. Ich guck mich nochmal bei der Straße da um. So, das war die Puste hier. Onkel Sam ist also den ganzen Weg bis nach Lissabon geschafft. Aber dieses Mal ist es ein Flyer für ein Konzert und nicht für die Army. Tja. Vielleicht ein Flyer für ein Konzert oder aber was ganz anderes. Schwer zu sagen. Schön, bringt mir auch nicht weiter. Kaputte Bank. Eine kaputte, verdreckte Bank. Offensichtlich sind die Leute hier in der Gegend nicht besonders reinlich. Ich kann auch weiter hier runter. Ach, ich kann noch weiter... Nee, da komme ich hier... Ah, verstehe. Und jetzt? Wenn ich die Hotspot-Anzeige so viel benutze, aber... Aber mit dir kann ich jetzt wieder reden. Es hat wirklich keinen Zweck, mit ihm zu reden. Mit seinem Kauderwelsch kann ich nichts anfangen. Vielleicht, wenn er ein paar klingelnde Münzen sieht. Vielleicht kannst du mir helfen, wenn ich dir etwas gebe, um dein Gedächtnis aufzufrischen. Okay. Der geringe Betrag, den ich ihm angeboten habe, muss ihn wohl verärgert haben. Er ist weg. Na, super! Was hat mir das jetzt schon wieder gebracht? Mist! Warte. Kann ich das Fahrrad hier noch benutzen? Mann. Kann ich die Tür aufbrechen mit dem Klingeln? Nö.
dem Kleingeld kann ich hier auch nichts machen. Mit dem Radio kann ich auch nichts machen. Ein altes... Jaja, als altes Radio. Hier hinten sind doch noch die Batterien. Kann ich die irgendwie mit den Münzen ausquetschen? Ja, das funktioniert. Das sehr schön. Ganz schön schwer, aber jetzt sind die Batterien raus. Die Frage ist nur, wozu brauche ich jetzt diese Kackbatterie? Wozu? Kann ich die mit irgendwas benutzen? Nein. Mist. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, worauf das hier hinauslaufen soll. Jetzt habe ich aber nur den... Eine Bank mit einem wunderschönen Ausblick auf die Baustelle. Sehr romantisch. Finde ich auch. Na, erstmal zum Taxistand. Und was muss es hier doch noch geben? Hier gibt's nichts, hier gibt nur einen Kiosk. Also hier nichts. Hier, ach, hier Jazz ist noch ein... Jazz ist das einzige Wort, das ich hier verstehe. Und aus Jazz habe ich mir noch nie viel gemacht. Jazz ist cool. Hier ist nur der Kackautomat noch. Und hier... Ah, das Taxiunternehmen. Handy. Weiß zwar nicht, wozu ich das brauche, Gott, aber Taxi Lissabon. Jetzt ein Taxi zu rufen, ist nicht gerade naheliegend. Ah, ja. Wer ist nochmal Diego? Ah! Diego! Oh, oh, die schöne Lara. Was kann ein alternder Detective aus Abteilung Nummer 3 für dich tun? Oder rufst du nur an, um mir endlich zu gestehen, wie unsterblich du dich in mich verliebt hast? Na, besser spät als nie. Dieses Mal leider nicht, Diego. Das hebe ich mir für einen geselligeren Augenblick auf. Im Moment brauche ich gerade dringend deine Hilfe. Una que compasión. Womit kann ich dir helfen? Sprichst du vielleicht zufällig auch Portugiesisch? Ist doch so ähnlich wie Spanisch, oder? Ich muss in dieses Haus hier rein und ich weiß nicht, wie man danach fragt, dass sie die Tür aufmachen. Ha, was ist das für ein Trottel, wenn er eine so schöne Frau wie dich vor seiner Tür stehen lässt? Allein der Gedanke daran bricht mir zwar das Herz, aber wenn der Kerl es wirklich wert ist... Versuch es mal mit Abra a Porta, por favor. Danke, Diego. Ich schulde dir einen Kaffee. Kaffee? Naja, wohl besser als nichts. Das ist mir gerade eingefallen, als ich den Namen gesehen habe. Da dachte ich mir, der kann doch bestimmt Portugiesisch oder sowas an der falschen Stelle rausgekommen. Und dadurch bin ich nur durch dieses Taxi-Plakat draufgekommen, also überhaupt das Handy zu benutzen. Danke, Taxi-Plakat. Ich liebe dich. Jetzt habe ich trotzdem einen Haufen sinnloser Gegenstände hier. Was ich damit anfangen soll, zur Tür. So, an die Klingel. Du weißt ja jetzt, was du sagen musst. Ich habe schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Abra a porta, por favor. Was würde ich drum geben, wenn Diego jetzt hier wäre, statt in Lyon? Aber eigentlich sollte das doch kein großes Problem sein. Ich rufe ihn einfach nochmal an und frage ihn, ob er mir hier hilft. Ja, gut. Das erinnert mich daran, dass ich einen Spanischkurs in der Schule belegt hatte. Der war aber so sinnlos, den hatte ich nur ein halbes Jahr lang im Prinzip. Und ich habe da echt nichts gelernt. Wir haben da echt nichts gemacht und das war richtig scheiße. Und ja, deswegen kann ich auch überhaupt kein Spanisch. Verschwendung meiner Lebenszeit. Ich dachte, ich könnte das Handy vielleicht hier ranhalten und die könnte dann mit denen sprechen. Aber nein, rufen wir ihn an auf die klassische Art und Weise. Sie, gehen wir es einfach nochmal durch. Es heißt, abra a porta, por favor. Denkst du könntest das übernehmen? Was meinst du? Kannst du das Reden übernehmen? Ich muss da wirklich unbedingt rein. Na, dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Ha, meine Idee war also eigentlich sogar richtig. So, Handy da dran. Disculpe, minha senhora. Não se importa de abrir a porta, por favor, que esta menina não fala português e tem a filota no prédio, como a sua vizinha que não abre a porta. Ai, coitadinha, deve ser a porcalhona do segundo esquerdo, de certeza. Entre, menina, e vá buscar a sua filhinha, coitadinha. Die Tür ist aufgegangen.
Vielen Dank, du bist einfach fantastisch. Kein Problem. Und vergiss den Kaffee nicht. So, motiviert mich ehrlich gesagt dazu, doch mal wieder einen Spanischkurs zu machen, mal einen richtigen, aber nicht jetzt. Gehen wir einfach durch die Tür. Auch wenn die hier kein Spanisch, sondern Portugiesisch sprechen. Aber ich glaube, ein paar Sachen kann man sich dann ableiten. Beziehungsweise ich denke, dass die meisten Portugiesen auch höchstwahrscheinlich noch Spanisch verstehen. Tür. Wohnung Nummer 5. Ja, es war aber Wohnung Nummer 6, glaube ich. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte nur fragen, ob... Wieso sind diese portugiesischen Stimmen eigentlich so leise? Eine Wandlampe, die nicht mehr lange durchhält. Tja, Feuerlöscher. Ah, den haben wir in Alpha Polar zum Backen benutzt, das weiß ich auch noch. Unglaublich sinnfrei. Extintor de Fogo. Das ist ein ganz normaler Feuerlöscher. Während des letzten Trainings hat ein Kollege so ein Ding benutzt, um die Scheibe seines Autos einzuschlagen, weil er seinen Schlüssel drin liegen gelassen hatte. Auch ein Verwendungszweck. Wie geil, kannst du mitnehmen? Ich habe Wichtigeres zu tun, als dieses bleischwere Ding sinnlos durch die Gegend zu zerren und möglicherweise auch noch irgendwas damit kaputt zu schlagen. Randale! Nein, scheinbar nicht. Fenster. Der Kerl da unten, dem ich den Kompressor repariert habe, arbeitet wieder. Ob ich ihm damit wirklich einen Gefallen getan habe? Höchstwahrscheinlich nicht. Zwecklos. Ich kriege das Fenster nicht auf. Treppe. Die Treppe führt ins nächste Stockwerk. Da müssen wir aber nicht hin. Wir wollen ja in Tür Nummer 6. Das müsste die hier Nummer sein. Nummer 6. Nach den Namen auf den Briefkästen müsste das hier Dias Wohnung sein. Dann mal rein mit uns, aber die ist höchstwahrscheinlich abgeschlossen. Oh, sie klopft sogar erstmal. Entweder ist er nicht zu Hause oder er mag keine Besucher. Vielleicht ist die Tür ja nicht abgeschlossen. Wir sind hier nicht in England, wo die Türen echt richtig gerne auflassen. Ist sie abgeschlossen. Dann werde ich wohl einbrechen müssen. Zumindest ist in dem Örtchen, wo ich war, da war andauernd die Tür offen. Das, wenn man gerade draußen war, das war natürlich eine Tür. Oh, mit dem Radio die Tür einschlagen, nein. Mit den Batterien, nein. Mit dem Kleingeld, mit dem Feuerlöscher? Die Klammer, mit der Feuerlöscher befestigt ist, ist festgerostet. Den bekomme ich mit bloßen Händen nicht heraus. Ich brauche etwas, um die Klammer zu durchtrennen. Ja, dafür haben wir ja die Kneifzange. Das hilft schon mal weiter. Oh, dann nimmst du die Zange raus. Das hätten wir. So, her mit dem Feuerlöscher. Mit dem Feuerlöscher kann ich Dias Tür einschlagen. Ha, wie in Life is Strange. Was soll ich jetzt dagegen machen? Münzen geben? Nee. Kann ich den denn lautlos abnehmen? Wenn der Presslufthammer draußen ordentlich Krach macht, hört hier drinnen keiner ein paar Schläge gegen die Tür. Okay. Macht das auch einen Sinn, dass ich die Baustelle wieder in Gang gesetzt habe? Komisch, dass sie sich nur gerade beschwert hat, die eine Frau, als ich die nur abgenommen habe. Aber bestimmt... Geht. Hier riecht es ja ganz schön übel. Und was für ein Saustall. Aber keine Spur von Dias. Auch gut. Dann kann ich mich wenigstens in Ruhe umsehen. Und vielleicht finde ich ja irgendwelche Hinweise. Auf jeden Fall sollte ich auch nach etwas suchen, um den Brief aus dem Briefkasten zu ziehen. Hier drin muss es doch irgendwo einen Hinweis geben. Irgendeinen Tipp, wohin er gegangen ist. Ich kann doch jetzt nicht wieder mit leeren Händen abziehen.
Ach, jetzt werden wir auch noch angerufen. Da hat sich Philipp ja mal wieder den besten Zeitpunkt ausgesucht für einen Anruf. Ah, komm ey, ich sag ihm, er soll für immer die Fresse halten. Wenn das... Was gibt's, Philipp? Welche Begeisterung. Freu dich doch, dass ich dich anrufe. Du nimmst dir nie die Zeit, mich anzurufen. Meine Güte, Philipp, wie oft muss ich es dir denn noch sagen? Wir haben uns vor fast 3 Wochen getrennt und seither rufst du mich fast jeden Tag an. Es ist aus. AUS. Lass mich endlich in Ruhe. Das meinst du nicht ernst? Natürlich meine ich das ernst. Was hast du denn die ganze Zeit gedacht? Dass das nur ein Witz ist? Ein paar kleine Streitereien sind doch noch lange kein Grund, sich gleich zu trennen, oder? Kleine Streitereien? Sag das nicht. Du weißt genau, wie viel ich für dich empfinde. Wenn du mich weiter so abspeist, dann tue ich mir etwas an. Oh Gott. Boah, weißt du, nee, halt die Schnauze. Du benimmst dich wie ein hysterisches Weibsbild, Philipp. Und ich habe wirklich absolut keine Zeit und keinen Nerv, irgendetwas mit dir zu diskutieren. Weder jetzt noch irgendwann anders. Mach's gut. Stimmt, tut er sich jetzt wirklich was an, aber ey, das ist so erbärmlich, wenn man sagt, wenn du mich weiter drauf speist, tue ich mir was an. Was soll denn das? Ist doch peinlich. Mülleimer. Der Mülleimer ist leer. So wie es hier aussieht, hat er wohl eh nie so ganz begriffen, wofür das Ding gut ist. So, Vorhang. So, Toilette. Gott sei Dank ist er wenigstens zivilisiert genug, die Toilettenspülung zu benutzen. Nur dumm, dass er nicht auch noch gelernt hat, was man im Allgemeinen mit Müll so macht. Was hast du? Ist doch voll ordentlich hier. Poster? Ich nehme nichts, was ich nicht erkennen kann. Hier ist es viel zu dunkel. Kannst du mit dem Handy irgendwie Licht machen? Nein, ja, der hat da keine Taschenlampe dran, glaube ich. Ich nehme nichts, was... Ich muss hier erst irgendwie Licht machen. Ist hier irgendwas? Oh. Wie funktioniert die Hotspot-Anzeige nicht? Ich will sie ja auch nicht so im Überfluss benutzen. Aber ich finde, bei 3D-Adventures muss man die einfach manchmal benutzen. Ich finde, bei 2D-Adventures ist es eigentlich das... sollte man es nicht benutzen, bei 3D... Den Teppich mitnehmen. Aus dieser sogenannten Wohnung. Nie im Leben. Nein, du solltest drunter gucken, ob da vielleicht ein Schlüssel oder so ist. Ah, so guckst du drunter. Es ist nie falsch, unter dem Teppich nachzusehen. Ich wette, wenn ich alle 4 Ecken mal anhebe, findet sich mit Sicherheit etwas Interessantes. Machst du das jetzt automatisch? Na bitte. Vielleicht bist du ja doch nicht ganz so clever, Diaz. Na, hab ich's nicht gesagt, Schlüssel? Wenn ich mir den Teppich ansehe, dann weiß ich genau, was Diaz die letzten 5 Jahre gegessen hat. Und zwar von jedem einzelnen Tag. Schön. Ich glaub, gerade unser Ex-Freund bringt sich wirklich um, aber da kann ich auch nichts für. Küchenecke. Ein Stapel dreckiges Geschirr. Wirklich sehr künstlerisch. Schrank. Kein Geschirr. Überrascht mich nicht gerade. Doch, finde ich sehr überraschend. Bücherregal. Man sagt ja, zeig mir, was du liest und ich zeige dir, wer du bist. Wer bist du dann wohl, Diaz? Heißt das nicht, zeig mir deinen Müll und ich zeige dir, wer du bist? Briefmarkenalbum. Ein Briefmarkenalbum? Ich dachte immer, Briefmarkensammler seien so ordentliche Menschen. Diaz ist wohl eine ganz besondere Ausnahme von der Regel. Vorurteile, alles Vorurteile. Ich bin zwar kein Briefmarkenexperte, aber vielleicht finde ich hier etwas. So, hier ist nix. Noch mehr Briefmarken. Und eine Pinzette. Pinzetten kann man... Da sind keine Seiten mehr in dem Album. Diaz hat aber nicht sehr viele Briefmarken. Ich wollte auch die Pinzette greifen, ich habe daneben geklickt. Die Pinzette kann sehr nützlich sein. Vor allen Dingen bei Feinarbeiten, für die die Finger zu dick sind. So... One Mind's Eye. Christoph Myers. One Mind's Eye. Kenne ich nicht. Diaz hat eine 1 draufgeschrieben. Ah, bestimmt muss man die irgendwie in die richtige Reihenfolge bringen. 3 Blondinen. Candy Bushcraft. Hat die nicht ein paar bekannte amerikanische TV-Serien geschrieben? Seltsame Lektüre für jemanden wie Diaz. Der Buchrücken trägt eine 2. So, dann... 5 Jahrhunderte, du keine Ahnung. Ah, Rosenwald. In der Wohnung eines Kunstfälschers, keine Überraschung. Aber warum schreibt Diaz Zahlen auf die Buchrücken? Auf diesem hier steht die Nummer 3.
Wir unten die 4, amerikanische Drucker aus 10 Jahren. Veröffentlicht im Jahre 1956. Hey, das ist ganz schön alt. Und trotzdem hat Diaz mit der Hand eine 4 drauf gemalt. So, dann die Nummer 5. Die haben wir hier. 12 Historias Cortas. Dieses Buch trägt den Titel 12 Historias Cortas. Also. Und mit der Hand ist eine 5 drauf geschrieben. Dann Buch Nummer 6. Warte. Caron Agnos d'Art. Falls das Französisch ist. Nee, das ist nicht Französisch. José de Marais Rego. 40 Agnos d'Art. Na, wie auch immer. Auf dem Buchrücken steht eine 6. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass das hätte Französisch sein können. Wie man sieht, mein Französischunterricht in der Schule hat auch nicht allzu viel gebracht. 50 Wege, Rückenschmerzen loszuwerden. 50 Wege, Rückenschmerzen loszuwerden. Und da steht die Nummer 7 drauf. Gibt's noch eine Nummer 8. So, irgendwas muss man mit den Büchern hier machen. Ich weiß nur noch nicht, was. Ah, Schublade, die richtig. Nein, das wäre ja sinnlos. Boah. Ich habe das Gefühl, hier drinnen finde ich etwas. Der Zettel mit den römischen Ziffern ist irgendwie komisch. Wozu braucht er das wohl? Wer rechnet und schreibt denn noch mit römischen Ziffern? Umrechnungstabelle, nimm sie mit. Diese Tabelle muss für Diaz irgendwie wichtig sein. Aber ich nehme sie trotzdem nicht mit. Ich kann das auswendig umrechnen. So, 1. Ja, 1. Also I ist 1, U ist 5. Das ist ein V, kein U. V ist 5, X ist 10, das weiß ich ja. L ist 50, C 100, D 500 und M 1000. Das müsste ich mir merken können. Ah, ich kann auch umdrehen. Strafzettel. Eine Sammlung Strafzettel. Sieht aus, als würde Diaz genauso fahren, wie er lebt. Taschenrechner. Das ist nur eine Umrechnungstabelle von römischen in arabische Ziffern. Wozu brauchst du wohl den Taschenrechner, frage ich mich. Nimm ihn mit, der hat bestimmt keine Batterien und da muss ich dann die Batterien reinschicken. Schachtel mit Kreide. Endlich das erste Anzeichen dafür, dass Diaz Interesse an Kunst hat. Aber ich glaube, ich will sein Werk lieber nicht sehen. So, dann, was haben wir? Umrechnungstabelle, Schmerzmittel. Scheint, als hätte Diaz schwere gesundheitliche Probleme. Aber irgendwie habe ich nicht so wirklich Mitleid mit ihm. Ist ja nicht sehr nett. Na gut, ich hätte auch kein Mitleid mit ihm. Brille. Eine stinknormale Sonnenbrille. So, Taschenrechner. Sieht aus wie ein Taschenrechner, ist aber viel schwerer und irgendwie merkwürdig. Seltsames Spielzeug. Das hat bestimmt etwas mit dem Zettel und den römischen Zahlen zu tun. So, funktioniert der einfach so oder braucht der noch irgendwas? Abdeckung. Ja, der hat keine Batterien, habe ich mir irgendwie gedacht. Dafür tun wir dann die hier rein. So, dann würde ich den mal gerne anschalten. Was war das für ein Geräusch? Das kam von hinter dem Bücherregal, als ich die Taste auf dem Taschenrechner gedrückt habe. Was für interessante Spielsachen du doch hast, Diaz. Okay. Bücherregal. Wenn ich mich vollpumpen würde mit Steroiden, dann könnte ich das Regal vielleicht wegschieben. Aber irgendwer hat es auf jeden Fall schon mal bewegt. Wo sollten sonst die Schleifspuren auf dem Boden herkommen? Schau's dir nochmal an. Man sagt ja, zeig mir, was du liebst. Ah, warte. Stimmt, warte. Christoph Myers. One Mind's Eye. Kenne ich nicht. Diaz hat eine 1 draufgeschrieben. So. 40, 3, 12. Warte, das ist die 1. Aus 10 Jahren. So, warte. Ich brauch mal eben einen Zettel. Ich glaube, ich weiß, was man machen muss. Nein, eigentlich weiß ich es nicht, aber ich tu mal so, als wüsste ich es. So. Die 1 hat als Ziffer direkt 1. Das ist nicht so schwer. Dann die 2, 3. Mit 3 gibt es keine römische Ziffer. Dann
5 Jahrhunderte, also 3 hat 5. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier versuche, aber... Na, ich werde es auch weiterhin erst in der nächsten Folge versuchen, denn diese Folge ist vorbei. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Memento Mori. Bis dahin, macht's gut.